Später Nachmittag im Ötztal. Die letzten Schwünge vor dem Après-Ski. Heute geht die Abfahrt aber leider nicht bis unten ins Tal. Stopp, stopp! Die Skipiste ist gesperrt. Benutzen Sie bitte den Skibus da unten. Komm jetzt gleich runter. Hier ist der Skibus. Dann fahren wir gleich runter. Danke. Wir singen zusammen. Das rote Fest. Hallo, Sie können gleich einsteigen. Ja. Dürft gleich wieder weiterfahren. Aber die Piste ist gesperrt gerade. Was macht er denn da? Ja, ein russisches Paar feiert Geburtstag. Hat die Piste gemietet für viel Geld und jetzt müssen die Skifahrer außenrum fahren. Nee, ne? Ja, wir fahren jetzt mit dem Taxi runter. Die letzte Abfahrt will der Russe ganz allein machen, hat 30.000 Euro bezahlt. Und wir haben jetzt den Ärger, aber wir helfen euch. Aber ab geht's im Bus jetzt. Sie haben die Geschichte geschluckt. Machen wir gleich los, oder? Irgendwie glauben wir ja alle, dass jeder zweite Russe, der hierzulande Urlaub macht, Milliardär ist. Mindestens. Gott, was für ein Unsinn. Das hast du noch nie gehört, sowas, ne? So ist er halt, der Russe. Хорошо, хорошо. Aber nicht aufregen, meine Herren. Es geht doch nur um ein ganz, ganz kurzes Stück. Gerade mal 100 Meter mit dem Auto. Also, давай, давай. Klaus fährt parallel dazu mit den Skiern runter. Nach zwei, drei kurzen Schwüngen ist er da. Gerade rechtzeitig, um seine zweite Rolle einzunehmen. Das Skitaxi braucht allerdings volle 35 Sekunden. Meine Herren, es war sehr angenehm. Dann sind wir schon da. Endstation! Das ging ja schnell. Was ist das? Was? Bitte? Ja, noch nicht. Warten Sie mal. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Sie wissen ja, haben Sie den Skipass dabei? Ja. Also der Transport ist im Skipass nicht enthalten. Gucken Sie mal die Fahrpreise bitte da an hinten. Erwachsener, einfache Fahrt. Schauen Sie mal rechts. 8 Euro, 8,16 Euro. Skier 2 Euro. Das heißt, 20 Euro bekommen wir dann für die Fahrt. Brauchen Sie eine Quittung? Brauchen Sie eine Quittung? Viel Spaß. Ab geht's. Ja, Sie können doch nicht einfach gehen jetzt. Wieso? Ja, Sie können doch jetzt, das hat, Sie sind Sie müssen jetzt bezahlen. Mit dem Taxi mit runtergefahren. Es gibt kein Taxi. Sie haben die Dienstleistung angenommen. Nein, es wurde argumentiert, dass Sie ein bisschen weiterfahren dürfen. Ja, das hat ja nichts mit dem Preis des Busses zu tun. Brauchen Sie eine Quittung? Nein, wir brauchen keine Quittung, weil wir nicht bezahlen dürfen. Moment mal. Wie haben Sie jetzt mit dem Taxi gefahren? Ja, trotzdem. Moment, Sie sind... Wir können doch nichts dazu, wenn da die Piste in Stadt noch, dass wir nicht hier runterkommen. Das haben wir ja wegen der Russen gemacht. Ja, wir sind aber Deutsche. Und wegen den Russen sollen wir jetzt auch noch hier Geld bezahlen. Hören Sie jetzt, wollen wir mal ernsthaft bleiben. Ich verstehe, Sie sind eine nette Frau. Hallo? Hi. Komm mal ran. Deutsch? Ja. Ja, Leute, ich lasse mich von euch nicht für dumm verkaufen. Dann holt jetzt die Polizei. Ja? Meinetwegen, aus Sölden ist mir auch scheißegal. Ich bin Rechtsanwalt. Ja. Ich lasse mich doch nicht von euch hier für dumm verkaufen. Ich habe euch eben da oben gefragt, ob die Taxifahrt was kostet. Da habe ich gesagt, ihr fahrt uns umsonst runter. Hast du gesagt? Uns aus der Piste rausziehen. Also ja? Ihr habt uns aus der Piste rausgezogen. Andere sind die Piste gefahren. Ich lasse mich hier nicht für dumm verkaufen. Ich glaube, es geht los. Ich muss jetzt mal die Quittung ausschreiben. Das sind dann... Möchten Sie, dass ich zahle? 20 Euro. Jener 20. Ich zahle überhaupt nichts. Ja, aber warum nicht? Ja, warum? Sie holen mich von der Piste. Normalerweise habe ich schon zahlt für die Piste. Ja, schauen Sie. Überhaupt nichts ja, mehr. Aber wir sind ja nicht auf der Piste. Wir waren ja hier auf der Straße und das ist für ein Taxi. Ja. Am Hula. Wie? Sie haben, nee. Ich brauche nichts zu zahlen. Ich möchte nur die Piste runterfahren. Und da war ich gerade auf die Wiese hier, die 8, und da fahre ich runter. Ich gehe doch nicht einfach, weiß ich wie viel, zahlen für 100 Meter Bus, weil ich auch auf die Strecke nicht fahren könnte. Ja, aber das sind doch einmal in deine nasse Träume. Sie haben jetzt einfach Pech gehabt. Nee, ich habe nicht Pech gehabt. Ihr habt Pech gehabt. Wir gehen hier runter. Das alles. Stell einfach eine Quittung aus mit 50%. Da müssen wir aber, ich muss okay. Ja, irgendwas muss machen ich bezahlen. 10 Euro, beide. Wieso nicht? Das Geld haben die Männer und die sind weg. Wir sollen denn hier Geld mit haben? Ja, in den Taschen. Sie haben wir warten auf unsere Männer, die sind noch gar nicht hier. Dann Sie haben Männer? Dann warten wir und winken wir die ab. Sind die Männer sind auch noch unterwegs? Na, aber. Ja, natürlich. Sind Sie mit Russen verheiratet? Ja. Jetzt ja. Jetzt gerade. Wir wollen jetzt abgerade. Jetzt bin ich mit dem Russen verheiratet. Jetzt gerade? Ja, jetzt damit Sie nicht zahlen müssen. Genau. Aber da haben wir zwei ganz schlaue Frauen, ha? Ihr seid richtig pfiffig beide, ne? Herzlich willkommen in der Fernsehsendung
Ich hab's ja an. Da, das ist ein Baum da vorne, ne? Da.